Wie kann man die Forschung am Menschen mit Stammzellen, die im Labor gezüchtet wurden, ethisch verantwortungsvoll steuern? Dieser Frage widmete sich eine Tagung des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin der Universitätsmedizin Göttingen am 20. und 21. Oktober 2017. Denn wir führen diese Konferenz im Rahmen eines Forschungsprojekts durch, das vom BMBF gefördert wird. Es geht um induzierte pluripotente Stammzellen, und zwar humane, also menschliche induzierte pluripotente Stammzellen. Und wir wollen gemeinsam untersuchen, wie die Entscheidungsprozesse von der Forschung bis hin zur klinischen Anwendung funktionieren, wo es Bremsen gibt, wo es Hürden gibt und wie man insbesondere auch die Patienten in diesen Prozess einbeziehen kann. Ein fairer und transparenter Diskurs über Risiken und Nutzen kann nur gelingen, wenn alle Betroffenen zu Wort kommen. Betroffen sind zum Beispiel die Patientinnen und Patienten, aber auch die medizinischen Forscher und die pharmazeutischen Unternehmen. Ebenso Behörden, die solche Forschung beaufsichtigen, Ethiker und Juristen und nicht zuletzt die Öffentlichkeit. Solche Personen oder Gruppen nennt man Stakeholder, Anspruchsberechtigte. Sie haben ein Recht auf Mitbestimmung im Forschungsprozess. Welche Risiken vertretbar sind, welcher Nutzen sinnvoll ist und wie Forschung beaufsichtigt werden soll, darüber kann und darf es unterschiedliche Meinungen geben. Zunächst einmal sollten alle die Chance erhalten, aus ihrer Perspektive dazu Stellung zu beziehen. Das Ergebnis ist oft eine bunte Palette an Problemen und Lösungsvorschlägen. Aufgabe der Ethik ist es, einen fairen Diskurs zu ermöglichen, rationale Argumente zu befördern und Wege aufzuzeigen, wie sich Interessenskonflikte ausgleichen lassen. Ja, das ist eben die Möglichkeit, die Sichtweisen von ganz unterschiedlichen Beteiligten zusammenzuführen und sich auszutauschen und dann einen umfassenden Überblick zu bekommen über die Probleme und die Brennpunkte, die man behandeln muss. Ein fairer und transparenter Diskurs ist nur möglich, wenn möglichst viele die Chance erhalten, sich einzubringen. Dazu gibt es besondere Beteiligungsverfahren. Im Rahmen der Konferenz wurden deshalb Workshops angeboten. Im Workshop Bewertung und Kommunikation von Risiken wurde diskutiert, welchen Risiken Patientinnen und Patienten ausgesetzt sein dürfen und wie eine gute Aufklärung von Versuchspersonen gelingen kann. Die Teilnehmenden stellten aus ihrer jeweiligen Perspektive Überlegungen zur Risiko-Nutzen-Bewertung an. Im Workshop Partizipation von Patientenvertretern diskutierten die Teilnehmenden, wie Patientinnen und Patienten aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden werden können. Sie sammelten Beispiele für eine erfolgreiche Beteiligung von Patienten und Patientenvertretern im gesamten Forschungsprozess. Im Workshop Spenderrechte ging es um die Spender von Stammzellen. Sie werden in der ethischen Analyse oft ausgeblendet, aber ihre Rechte und Interessen sind ebenfalls wichtig. Die Teilnehmenden versetzten sich in ihre Situation, um ihre Interessen zu identifizieren. Wenn es um innovative und risikoträchtige Forschung in der Medizin geht, ist es besonders wichtig, alle Anspruchsberechtigten gehört zu haben. Stakeholder-Beteiligung ist ein solcher erfolgversprechender Weg zu einem fairen Diskurs und zu ethisch verantwortlichen Entscheidungen. Ich finde, wir sollten viel häufiger solche Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Wir sollten sehr früh im Forschungsprozess daran denken, wer könnte alles von unseren Entscheidungen, von Forschungsentscheidungen betroffen sein. Wir sollten viel früher die Interessen der Einzelnen abklopfen und die Personen, die betroffen sind, zum Reden bringen, um das in den Entwicklungsprozess von Forschung einzuspeisen.